als Familienunternehmen mit fast 65 Jahren Erfahrung in der Reise- und Hotelbranche denken wir seit jeher langfristig. Wir leben aktuell in einer herausfordernden Zeit. Aber wir glauben fest daran, dass diese Situation auch eine Chance ist, eine verantwortungsvolle Geschäftsmodell voranzutreiben. Alle Maßnahmen und Protokolle unterstützen voll und ganz unsere Wave of Change-Bewegung, die die Philosophie der hundertprozentigen Wiederverwertung verfolgt. Wir haben uns entschieden, die maximale Auslastung unserer Hotels zu reduzieren, um allen unseren Gästen mehr Platz und damit mehr Sicherheit zu bieten. We have redesigned all our entertainment programs to connect with nature. Deshalb haben wir ein Medical Advisory Board etabliert. Das ist ein Expertenteam, das internes Know-how mit spezieller medizinischer Expertise für Gesundheit und Sicherheit im touristischen Umfeld vereint. That process begins from the moment the customer is given the key, going through all the hotel spaces. The room cleaning is going to be even more exhaustive than before. Our customers may now use the app to book a restaurant, spa, or any other services during their stay, enhancing their experience and minimizing physical contact. We have many more gourmet restaurants and themed restaurants where the customer's experience is more relaxed. We also have a lot of casual products such as markets, tapas bar, and food trucks. We adopt a single touch procedure in buffet, taking advantage of this process to reduce general food waste. Our clients' safety and security has always been an aspect of paramount importance for us. Iberostar bleibt Iberostar. Und diese Situation wird uns nicht unsere Essenz verlieren lassen. Wir freuen uns, Sie bald wieder bei uns zu begrüßen. Look and feel Mallorca. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Wir freuen uns maßlos, dass ihr heute unserem Ruf gefolgt seid. Die Condor, der Touristik und Iberostar laden euch ein zu diesem bewegenden Moment. Es geht wieder los und das wollen wir feiern und das wollen wir mit euch tun. Und ich danke euch jetzt schon wirklich wahnsinnig dafür, auch im Namen der anderen Partner und Kollegen, dass ihr den Weg hierher gemacht habt. Ich stelle euch den Chairman von Iberostar vor. Er wird ein paar Worte an Sie richten, und zwar Don Miguel Fluchard, bitteschön. Thank you for being here. Thank you to my friends of Reve and Condor to make this event possible. And we are very happy. We are here, the authorities of Balearic Islands, which are working together with us to make the best of this crisis that we are living. At the moment, we are trusting that this pandemic has been the worst thing it could happen for us. But at the same time, we are seeing the strength of Spain and the strength of Balearic Islands of having people which are wonderful. We have our staff that they are fighting together with us to solve the problems. We have a team of directors of our company and all other companies, hotel companies in here, that we are fighting to prevent any possible problem and solve it. I believe Mallorca, in the last 40 years, has made a big change. Mallorca was a very poor environment. In the houses, we didn't have toilets, we didn't have bathrooms. We didn't have a lot of things that today everybody has. At that time, people, they were going to the toilet in a garden on the back. It was a very poor situation. Thanks
to the tourists thanks to the effort that it has been done by many people who live here. We have become a rich area thanks to the Germans that they came here, that they are our friends, that they spend the holidays with us. And in my case, for example, my wife is German, because the relationship between our countries has been bigger and bigger all the time. We thank you very, very much that you are here at this time. And I promise not only Iberostar, all the hotel companies that they are in Mallorca, they are doing a tremendous effort and tremendous dedication, that the clients that they are coming here, the people who decide to come to our island, first they are safe, because the tests that we're doing and the numbers of this pandemic in Mallorca is very low. It's the same level or inferior than what you have in Germany. So this is something I believe you have to communicate. We need to communicate to the world that we are ready here to fight in our industry, as always, and to do our best that your clients are safe and satisfied. I'm not going to tell a lot of things. I'm sorry, I did this speech in English. I would like to do it in German. My daughters, they speak German, but in the many, many times I go to Germany, I have my friend, they speak Spanish or they speak English. So I promise the next speech I do in Germany. And thank you very much for your help. Thank you for your desire to help us, and your clients and your people will be extremely attended by the Mallorcan people. We have a good heart, we have an experience, we have companies in tourism that they are all over the world, and this has become, in the last 30 years, this has been for us a pleasure to work with Germans, and I wish you that together we can celebrate the success of these times we're passing, and thank you very much. Bye. Gracias. Don Miguel Fluchard, Chairman der Iberostar Group, er hat gesagt, vielen Dank für eure Hilfe. Aber seid versichert, wir helfen euch genauso und wir helfen uns gegenseitig. Und ich glaube, das ist das, wofür auch dieser Tag heute steht, dieser Abend steht. Wir helfen uns, ob es im Rahmen der gesamten Pauschalreise eben das Reisebüro ist, die Fluglinie, das Hotel, der Reiseveranstalter. Wir sitzen alle im gleichen Boot, buchstäblich. Und ich glaube, dass dieses Event das sehr, sehr gut verkörpert. Als nächste Rednerin würde ich gerne eine sehr wichtige Person vorstellen, und zwar unter normalen Umständen wäre das wahrscheinlich gar nicht angebracht, aber in diesen Umständen, glaube ich, ist das wichtig. Wie ihr wahrscheinlich wisst, sind die Balearen von der ganzen Pandemie nur sehr wenig betroffen gewesen. Wir hatten sehr, sehr wenig Fälle, was uns eben auch erlaubt, dass wir hier die touristische Aktivität schon früher wieder aufnehmen konnten als im Rest von Spanien. Und nicht zuletzt dazu beigetragen hat eben auch das Management der Politik. Und aus diesem Grund begrüße ich ganz herzlich die Gesundheitsministerin der Balearen, Patricia Gómez. Por favor. Guten Abend. Buenas tardes. Good afternoon and welcome to Mallorca. I guess most of you have already visited the island, so I don't need to tell you about its many highlights, such as the beautiful beaches, the excellent gastronomy, or the wonderful hotels you can stay at. You already know. So today I would prefer to talk about a different aspect, which is also very important, especially in the present context. I would like to talk about our excellent health system. I will continue in Spanish since it's easier for me. Gracias
al excelente sistema sanitario con el que contamos, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera son hoy un destino seguro para viajar. Dank des hervorragenden Gesundheitssystems, über das wir verfügen, sind Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera heute ein sicheres Reiseziel. En estos momentos, los datos de la epidemia son favorables, muy pocos casos activos y pocos casos nuevos. Es importante que contamos con recursos adecuados para detectar y afrontar un rebrote si este se produjera. Aktuell sind die Daten der Pandemie sehr günstig. Wenig Aktivfälle, wenig Neuinfektionen. Es ist wichtig, dass wir zu betonen, dass wir die richtigen, die adäquaten Ressourcen und Mittel haben, um, falls es zu einem Ausbruch käme, diesen festzustellen und zu bekämpfen. Esto es así en buena parte porque para el gobierno de las Islas Baleares la salud no es un gasto, sino que es una inversión. Y porque ya en la pasada legislatura se ha realizado un esfuerzo importantísimo en inversión de personas, recursos humanos, infraestructuras y en tecnología. Und das ist so, weil für die Regierung der Balearen Gesundheit nicht eine Ausgabe war, sondern ein Invest. Und weil schon bereits in der letzten Legislatur unternommen wurde und sehr viel in menschliche Ressourcen investiert wurde, in Infrastruktur und Technologie. No obstante, la nueva situación causada por el coronavirus ha obligado a incrementar todavía más la inversión en el sistema sanitario. Para hacer frente a la COVID-19, las Islas Baleares cuentan con más de 1.000 camas en los hospitales. Hemos contratado más de 900 profesionales en estos últimos meses y también disponemos de 200 camas exclusivamente para pacientes críticos de COVID-19. Nichtsdestotrotz, durch die neue Situation, durch das Coronavirus, mussten wir dieses Invest noch mehr erhöhen. Und so zum Beispiel, um Covid zu bekämpfen auf den Balearen, wurden über 900 Fachkräfte eingestellt. Es wurden 1000 Betten in Krankenhäusern bereitgestellt, über 200 Betten in Intensiveinheiten. Durante la pandemia se han medicalizado hoteles en Mallorca, Ibiza y Menorca. Se ha reforzado el servicio de urgencias sanitarias del 061, que ha reaccionado de manera excelente. Se han creado unidades tipo point of care para tomar muestras de manera ágil. Se han creado también unidades volantes de atención al coronavirus para atender a la población en su casa o en los hoteles. Quiero destacar que en todo este tiempo los profesionales se han dejado la piel. Y que todos los ciudadanos han tenido un comportamiento ejemplar durante el confinamiento. Siempre digo que creo que no son conscientes, que gracias a ellos se han salvado muchas vidas. Ja, während der Pandemie wurden Hotels in Mallorca, Ibiza und Menorca medikalisiert. Auch wurde die Notaufnahme, die Rufnummer 061, verstärkt. Die haben hervorragend reagiert. Auch wurden sogenannte Express-Covid-Einheiten bereitgestellt, um schnell Samples nehmen zu können in der Art von Point of Care. Auch wurden sogenannte fliegende Einheiten mit ambulanter Unterstützung in den Häusern kreiert. Ich möchte betonen, dass in dieser ganzen Zeit alle Fachleute das Beste gegeben haben im Gesundheitssystem und auch, dass die Mitbürger sich wirklich vorbildlich verhalten haben während des Lockdowns. Vielleicht sind sie sich nicht bewusst, aber dank ihres Verhaltens wurden auch viele Leben gerettet. El Gobierno de las Islas Baleares quiere agradecer a todos los presentes, agencias de viajes, turoperadores, compañías aéreas, medios de comunicación alemanes y españoles, así como al señor Flusha, a Iberostar y a los empresarios hoteleros, el esfuerzo y la implicación para proyectar al mundo que las Islas Baleares son un destino seguro.
Ich möchte mich bedanken bei Reiseveranstaltern, Airlines, bei den deutschen und spanischen Kommunikationsmedien, bei Herrn Fluchat, bei Iberostar, bei den Unternehmern. Möchte ich mich bedanken für Ihr Engagement, für Ihre Bemühungen, um der Welt mitzuteilen, dass die Balearen ein sicheres Reiseziel sind. Seguiremos con un dispositivo especial durante todo el verano para la atención a los turistas, con la participación del 061, nuestro servicio de emergencias excelente, tiene una tasa de resucitación en la calle la más alta de España. Los hospitales también han habilitado unas zonas determinadas en el caso de que un turista tenga síntomas de la enfermedad para poder hacerle las pruebas y esperar el resultado. Los centros de salud que tenemos en todas las zonas turísticas seguirán manteniendo los circuitos diferenciados para garantizar la confianza y la seguridad. Wir werden weiter mit diesen ganzen Einrichtungen den ganzen Sommer weitermachen. Auch die Notaufnahme wird weiter verstärkt. Wir haben weiter in den Krankenhäusern haben wir Bereiche bereitgestellt, wo wir auch die Leute aufnehmen werden, die symptomatisch sind. Auch in allen Küstenbereichen werden wir besondere Kreise kreieren, um die Gesundheit und das Vertrauen aller Gäste zu garantieren und gewährleisten. Gracias al esfuerzo y al trabajo de la Consejería de Turismo y la colaboración de los empresarios, disponemos también de alojamientos para poder aislar a los turistas que no necesiten un ingreso hospitalario. Todo está preparado para recibir con los brazos abiertos a aquellas personas que nos elijan como un destino para pasar sus vacaciones. Los empresarios hoteleros, el comercio, el ocio, la restauración se han volcado, lo pueden comprobar, con todas las medidas de seguridad. Gracias también a todos y a todas. Ja, dank der Bemühung auch der Tourismusbehörde, auch mit der Zusammenarbeit der Unternehmer, konnten wir auch bestimmte Zimmer bereitstellen, für, wenn Patienten isoliert werden müssen. Alles ist vorbereitet, um unsere Gäste mit offenen Armen zu erwarten. Und auch alle haben mitgemacht, am selben Strang gezogen, Unternehmer, Handel, Nachtlokale, alle haben sich sehr engagiert, damit wir die Maßnahmen treffen können und somit dieser Aufgabe gerecht werden können. Aunque pensamos que la situación es buena, sabemos que la batalla aún no está ganada. Tenemos que mantener las medidas de seguridad, manos limpias, distancia y mascarilla. Una nueva normalidad en la que entra España a partir de hoy y tenemos que ser responsables y evitar los contagios, pasarlo bien y disfrutar de las islas. Auch wenn wir denken, dass die Situation günstig ist, wissen wir, dass der Kampf noch nicht gewonnen ist. Wir müssen weiterhin Maßnahmen wie Sicherheitsabstand, Hände waschen, Masken und so weiter weiter fortführen. Heute beginnt in Spanien die sogenannte neue Normalität und es liegt in unser aller Verantwortung zu vermeiden, dass es zu Ansteckungen kommt. You are welcome. The Balearic Island will be a safe place as long as we are all careful. Danke schön. Wieder Urlaub. Nach Monaten der Ungewissheit endlich der Neustart, der Restart im Reisebusiness.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem Pionierflug nach Mallorca teilzunehmen und persönlich erste Eindrücke der neuen Reisefreiheit zu sammeln. Unser Dank für die Gastfreundschaft hier im Hotel Iberostar Cristina gilt Don Miguel Flusa und unserem Partner Condor für die Flugorganisation. Wir freuen uns besonders, dass die Gesundheitsministerin der Balearen gekommen ist, um Sie heute Abend hier zu begrüßen. Vielen Dank, Patricia Gómez y Picard. Seien Sie nun gespannt auf eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde zum Thema »So startet die Touristik in die neue Saison«. Mit Norbert Fiebig, Präsident des DRV. Markus Ort, CEO der Lufthansa City Center. Finn Ackermann, Global Commercial Director der Grupo Iberostar. Sven Schikarski, Senior Vice President Sun & Beach der DER Touristik. Und Ralf Teckentrup, CEO der Condor. Bitte begrüßen Sie nun den Diskussionsleiter dieses Top Talks, den Chefredakteur der FVW, Herrn Klaus Hildebrandt. Hallo, schönen guten Abend. Herzlich willkommen auf Mallorca. Das ist, noch vor wenigen Wochen hätte man gesagt, was ist denn besonders, nach Mallorca zu fahren? Mein Gott, da war ich schon so oft und das ist doch ganz einfach, mal eben ein Event zu organisieren. Fliegen wir mal eben hin, organisieren wir mal eben ganz schnell. Aber hätten Sie Anfang der Woche gedacht, dass Sie jetzt auf Mallorca sind? Nein? Und wie ist es so? Schön? Als mich die Condor vor 2-3 Wochen gefragt hat, ob wir von der FVW daran mitwirken würden, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Und ich habe ein bisschen mitbekommen, was da im Hintergrund so gelaufen ist. Und alle, die hier auf dem Podium sind, sind von erfahrenen Manager von großen Reiseunternehmen. Die haben schon Millionen von Inforeisen organisiert in alle Herren Länder. Aber wenn man sieht, was da für ein Aufwand notwendig war, um diese Reise, die ja wirklich am ersten Tag, wo Spanien jetzt wieder, abgesehen vom Modellversuch, wieder Urlauber empfängt, dies zu organisieren, das war eine, wirklich eine Großtat. Und ich glaube, das ist mal ein ganz großer Applaus wert an die, unsere Gastgeber von Condor, DER Touristik und Iberostar. Sehr geehrte Frau Ministerin, lieber Herr Flusa, liebe Familie Flusa, herzlichen Dank auch für Ihr Willkommen hier, dass Sie uns hier persönlich hier auf dieser schönen Insel, die ja für viele Deutsche einfach die Lieblingsinsel ist und wo der gesamte spanische Tourismus eigentlich seinen Anfang nahm, hier begrüßt haben. Unsere hochkarätige Runde haben Sie schon eben vorgestellt bekommen. Ich werde Sie auch gleich nochmal dann ansprechen. Wenn Sie sehen, dass ich hier stehe, dann hängt das nicht mit Sparmaßnahmen zusammen, weil kein Stuhl mehr da war, sondern wir achten peinlichst genau auf die Abstandsregeln, wie Sie sehen. Also alles genau vermessen, da war für mich kein Platz mehr. Aber ich wollte da auch gar nicht stehen, weil ich mich so ein bisschen als Bindeglied auch hier zum Publikum sehe. Böse Zungen behaupten ja so, Topmanager wären ein bisschen abgehoben, die schweben über den Wolken. Stimmt ja gar nicht, sind ja höchstens 30 Meter hier dazwischen. Also so gesehen, auch wenn wir etwas räumlich getrennt sind, und man daran sieht, dass die Spanier das mit den Abstandsregeln sehr, sehr genau nehmen, wie ja die Frau Ministerin auch nochmal betont hat. So möchten wir doch ein bisschen ins Gespräch kommen. Wir machen hier auf der Bühne ein paar Fragen, aber es gibt unten auch Mikrofone, es gibt Vorbereitungen und dann werden Sie auch ins Gespräch dabei sein. Und noch ein kleiner Hinweis organisatorisch von Herrn Ackermann. Es gibt schon ein paar kleine Häppchen, damit Sie uns auch nicht entkräftet hier folgen müssen, aber natürlich hinterher gibt es noch was richtig Schönes zu essen, dann lassen wir uns überraschen, aber ich glaube, wir werden noch einige spanische Spezialitäten genießen, die wir jetzt lange entbehren mussten. Also, vielen Dank, dass Sie alle da sind, vielen Dank hier an unsere Organisatoren. Ich möchte mal Herrn Fiebig fragen, wenn man so die deutschen Politiker so vor, na, sagen wir ruhig noch 6-8 Wochen gehört hat, ich glaube, Herr Maas hat gesagt, Sommerurlaub können Sie dieses Jahr eigentlich im Grunde vergessen, es wird nichts mehr, gehen Sie mal an die Ostsee, höchstens. Hätten Sie gedacht, dass wir jetzt schon wieder auf Mallorca sind? Ja, das war meine Hoffnung und wir haben auch alles getan, die Politik davon zu überzeugen, dass man diese Haltung nochmal überarbeiten muss. Und differenzierte Reisewarnung war genau unsere Forderung und diese pauschale weltweite Reisewarnung, die ja
für Länder außerhalb Europas immer noch besteht. Und auch daran müssen wir weiter arbeiten und Überzeugungsarbeit leisten, dass wir hier wieder zu differenzierten, individuellen Reisewarnungen kommen, die eben die Pandemiegegebenheiten in den einzelnen Ländern dann auch angemessen berücksichtigen. Ja, ich bin froh, und das ist ja auch ein bisschen angeschoben noch durch Europa, das muss man dazu sagen. Da haben sich die deutschen Politiker ein bisschen schieben lassen, was gut ist. Und ich bin froh, dass wir jetzt wieder starten können. Und das muss ich Ihnen hier nicht sagen im Publikum. Wir brauchen dringend wieder Geschäft. Wir brauchen Traffic in den Reisebüros. Wir müssen wieder anfangen, Geld zu verdienen und nicht weiter für lau, wie man im Reisebüro sagt, hier alte Reisen abwickeln und handeln. Und deswegen ist das ein guter Tag heute, hier auch vor Ort zu sehen, dass es funktioniert. Und ich weiß nicht, wie Ihr Eindruck war heute am Flughafen. Ich fand das sehr professionell. Das war nicht großartig störend, sondern man hatte ein gutes Gefühl. Und wichtig ist, dass wir dafür sorgen, durch unser persönliches Verhalten, dass diese Sicherheitsmaßnahmen konsequent eingehalten werden. Weil wenn irgendwas passiert, eine zweite Welle, ist das, was uns wahrscheinlich einen Riesenschaden zufügt. Und deswegen auch für Sie, glaube ich, in den Reisebüros wichtig, das zu sehen, dass das funktioniert und wichtig, das auch Ihren Kunden zu kommunizieren, dass das geht und dass das auch Spaß machen kann, aber konsequent eben auch die Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden müssen. Also guter Tag, ich freue mich sehr, dass es wieder losgeht. Na, sehr gut. Ich glaube, wir freuen uns alle. Ich glaube, unser Bundesfinanzminister würde sagen, wir fangen mit einem Wumms an. Also es muss ein großes Kino auch ein bisschen geben. Deshalb finde ich es auch toll, dass hier auch führende Repräsentanten der Branche, der Deutschen und der Spanischen dabei sind. Man muss öffentlich ein Zeichen setzen nach so vielen schlechten Nachrichten. Ich würde mal Sven Sikorski fragen, Sicherheit. Wir müssen noch ein bisschen über Sicherheit reden, bevor wir zu den schönen Dingen des Lebens kommen. Alle 3 Minuten bekomme ich von Melanie Gerhard und ihrem Team gefühlt eine SMS. Ich weiß gar nicht, wie ich mich in Hamburg noch verhalten soll. Also die hilft mir sehr. Ist Reisen wirklich sicher, wie die Frau Ministerin sagt? Bevor ich die Frage beantworte, kann man mich hören? Ja. Bevor ich die Frage beantworte, Sören Hartmann hat mich gerade noch angerufen und hat mich gebeten, alle nochmal herzlich zu grüßen. Er wäre sehr, sehr, sehr gerne dabei gewesen. Es lag ihm wirklich nahe am Herzen, hier zu sein. Leider gab es in seiner persönlichen Umgebung einen positiven Corona-Fall. Er möchte auch da ganz offensiv mit umgehen. Er ist zum Glück negativ, aber wollte jedes Risiko vermeiden. Aber ich soll Sie herzlich grüßen. Also prinzipiell ist es, glaube ich, für uns alle wichtig, das Sicherheitsthema extrem ernst zu nehmen. Wie du gerade erwähnt hast, mit unserem Sicherheitsmanagement und Melanie Gerhard sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir machen seit Wochen, wahrscheinlich sogar Monaten, nichts anderes, als gemeinsam mit unseren Partnern, dem Labor Kneißler, Sicherheitskonzepte für alle Destinationen zu entwickeln, unsere Hotelpartner zu briefen dementsprechend, Konzepte unseren Hotelpartnern zur Verfügung zu stellen. Ein Iberostar braucht sowas zum Beispiel nicht. Die haben ihre eigenen Partner und sind sehr gut vorbereitet, wie man heute gesehen hat. Grundsätzlich ist Sicherheit natürlich das primäre Thema, aber ich würde gerade uns in dem Umfeld bitten, vor allen Dingen wieder die Emotionen ins Spiel zu bringen, weil wir hören so viel über Sicherheit, negative Nachrichten, Tönnies-Probleme, die wieder auftreten. Und als wir heute Morgen hier reingeflogen sind und mal wieder die Insel sieht, das Meer sieht, das die türkisblaue Farbe, das kann, glaube ich, kein Balkon zu Hause ersetzen und keinen im Baumarkt eingekauften Swimmingpool. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir hier wieder Emotionen streuen. Und wenn ich hier so sitze, uns alle sehe, ein fast volles Hotel am Pool, einen tollen Pool, das Essen, das Buffet hat mich begeistert, muss ich wirklich sagen, extrem professionell gemacht. Und da kriegt man auch wieder selber Lust aufs Reisen. Und diese Emotionen müssen wir, glaube ich, mit nach Hause nehmen. Und ich bin sicher, dass dann die Gäste auch wieder kommen. Applaus. Herr Teckentrup. Condor liebt Fliegen, endlich wird wieder geflogen, sind zwar auch ein bisschen anders geflogen, jetzt Fracht und anderes Mögliche in der Krise. Wie fahren Sie jetzt den Flugplan wieder hoch? Ja, zunächst mal möchte ich sagen, dass ich mehr als glücklich bin, heute Morgen in einem Condor-Flugzeug mit Ihnen allen zusammen hierher zu fliegen. Wir haben schon als Industrie wochenlang uns darauf vorbereitet, mit inklusive der Flughäfen, die Transportkette vom Betreten des Terminals bis zum Verlassen am Zielort so sicher und hygienisch einwandfrei zu gestalten,
wie es eben die Erfordernisse sind. Und das, was Sie auch schon gesagt haben, Urlaub ist etwas, was kann man halt nicht ersetzen. In Mallorca abends um 11 in einem Restaurant zu sitzen, im T-Shirt mit einer kurzen Hose, bei gutem Wein und einem leckeren Essen, das gibt es halt woanders so nicht, zumindest nicht bei uns in Deutschland. Dann ist es eher schwül. Also insofern denken wir, dass alles getan worden ist, um den sicher den Urlaub gestalten zu können. Wir glauben auch, dass wir in der Nachfrage inzwischen sehen können, dass die Deutschen gerne diesen Urlaub wieder machen wollen, denn seitdem das freigegeben worden ist, die Reisewarnung angekündigt worden ist, aufzuheben, ist die Nachfrage angesprungen. Und wie das Leben so spielt, was ist die liebste Insel der Deutschen? Mallorca. Und natürlich ist auch die Nachfrage nach Mallorca am besten. Wir werden als Condor im kommenden Monat Juli 600 Rotationen machen. Das sind nicht alle nach Mallorca. Ist ungefähr ein Drittel von einem normalen Juli. Aber immerhin ist das ein Start. Und ich glaube, es kommt auf uns alle extrem an. Hier, wenn Sie wieder zurückkommen, reden Sie über das, was Sie gesehen haben. Nicht nur in den Medien, sondern ich glaube, Mundpropaganda wird extrem wichtig werden. Und alles, was ich sehe an Hygienemaßnahmen, an Verhalten der Leute, an der Politik, ich sage immer ganz einfach, in Deutschland haben wir das Corona-Ansteckungsverhalten sehr, sehr gut im Griff und in Spanien hat man das auch sehr, sehr gut im Griff. Und ob ich jetzt in Mallorca keinen Corona kriege oder in Deutschland, dann mache ich lieber 2 Wochen Urlaub hier und habe dann kein Corona. Herr Kammann, im Hotel Christina, Veros da Christina, wo wir sind, haben Sie mir heute beim Mittagessen erzählt, ist sozusagen auch für Sie ein Hotel, wo Sie viel lernen. Natürlich, wie alle Hotelketten, hat Iberos da wahrscheinlich ein so dickes Manual, wo alles genau drin steht, wie man alle Hygiene, Sicherheitsvorschriften umsetzen kann. Das hat ja schon wissenschaftlichen Charakter häufig. Was genau lernen Sie jetzt und wie läuft der Testbetrieb bei Ihnen an? Also wir haben uns eigentlich von vornherein dazu entschieden, unseren Plan ganz strikt einzuhalten. Und dieser Plan hat eben vorgesehen, dass wir an einem Hotel pilotmäßig diese Implementationsphase einfach einmal durchleben und daran einfach ganz viel lernen. Und dazu muss man sagen, dass wir über 300 Maßnahmen entwickelt haben, zusammen mit einem Medical Advisory Board. Das sind also hochdekorierte und sag mal, exzellente Virologen, Epidemiologen, die uns da zur Seite gestanden haben. Der Dr. Crespi, mit dem wir da arbeiten, der berät die WHO tatsächlich für die Entwicklung solcher Protokolle. Und mit dem arbeiten wir eben ganz eng zusammen, unter anderem eben mit weiteren Experten. Also das sei mal vorweggeschickt. Also das heißt, das Ganze ist nicht fast wissenschaftlich, sondern es ist total wissenschaftlich. Das kann man wirklich so sagen. Es geht von allem, von der Küche, von der Reinigung der Zimmer, von also tausend einzelne Maßnahmen. Ja. In allen Bereichen des Hotels ist das natürlich Gegenstand dieser neuen Protokolle. Und natürlich ist das Papier geduldig. Und was uns ganz, ganz wichtig war, ist, dass bevor irgendein zahlender Kunde in eins unserer Hotels kommt, dass wir diese Protokolle perfekt implementiert haben, dass wir also ganz genau wissen, dass das, was auf dem Papier steht, auch am Ende wirklich in der Realität funktioniert. Und da haben wir eben jetzt die Chance gehabt, wir haben unsere 3000 Mitarbeiter hier auf Mallorca eingeladen, tatsächlich 1, 2, 3 Tage mit ihrer Familie Urlaub zu machen, tatsächlich im Christina. Das hat uns die Chance gegeben, tatsächlich diese operativen Prozesse einzustudieren. Ja, und das hat hervorragend funktioniert, weil wir wirklich gesehen haben, okay, wir geben jetzt zum Beispiel Buffet, wir geben jetzt jeden Teller einzeln raus. Funktioniert das oder nicht? Ja, es funktioniert natürlich, aber dann bilden sich Schlangen. So, das heißt, wir müssen irgendwo dieses Gleichgewicht finden zwischen Kundenservice, Kundenerlebnis, der Freude im Urlaub und natürlich der bestmöglichen und der perfekten hygienischen Voraussetzung. Und das Konzept haben wir mittlerweile, glaube ich, sehr gut verstanden. Und das werden wir eben jetzt exportieren aus dem Christina in unsere 120 Hotels, die wir weltweit betreiben. Ich muss noch eine Nachfrage stellen. Das Urlaubserlebnis wird nun mal zum großen Teil im Hotel geprägt, in der Unterkunft. Eine
Frage, ich war heute auch mit ein paar Kolleginnen und Kollegen aus dem Reisebus schon zusammen, die sagen, die Hauptfrage der Kunden ist oder einer der wichtigsten, was passiert, was ist, wenn ich im Urlaub krank werde? Oder es sind Erkrankte im Urlaub. Ja. Die Frau Ministerin hat gerade auf das Gesundheitswesen hingewiesen. Natürlich wollen wir hoffen, dass das nicht zu viele Urlauber testen müssen. Ja. Aber es gibt ja auch dazwischen eine schwere Erkrankung und dem einfach, ich habe vielleicht das Virus, aber habe milde oder gar keine Symptome. Was passiert hier? Wird das Hotel in Quarantäne gestellt oder wie geht das? Nein, also ganz klar, diesen Fall, wie es ja unsäglicherweise auf Teneriffa damals passiert ist, wir erinnern uns alle dran. Das ist immer noch in den Köpfen der Leute leider drin. Ne? Genau, völlig verständlich, aber deswegen erklären wir das wirklich gerne. Wir haben, im Prinzip passiert nichts anderes als zu Hause auch. Was passiert? Man stellt fest, man hat Symptome. Okay, dann wird man zuerst einen Arzt aufsuchen wollen. Das heißt, wir sind natürlich behilflich bei diesem Erstkontakt. Und natürlich bei einem begründeten Verdacht werden wir diese Gäste dann auch entsprechend isolieren. Erstmal in ihrem Zimmer, das ist ganz klar. Wir haben übrigens auch das zur weiteren Information zum Beispiel im Christina-5-Zimmer geblockt, die wir tatsächlich mit Spezialequipment ausgestattet haben, um im Zweifelsfall tatsächlich auch dort Leute mit Virus eben versorgen zu können, die dort eben im Zimmer perfekten Service nach wie vor erhalten, aber natürlich mit allen Schutzmaßnahmen und eben dann nicht weiter andere Gäste gefährden können. Und wenn dann eben die Familie auch betroffen ist oder nicht, dann werden sofort Tests gemacht und wir werden mit Sicherheit eben vermeiden können, dass dieser Fall so wieder auftritt, wie wir ihn alle mitgelitten haben im Prinzip, wie das, was auf Teneriffa passiert ist. So ein Fall wird es in Spanien nicht wieder geben. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Wer trägt denn die Kosten des Aufenthalts, wenn man jetzt länger bleiben muss, leider, oder? Also wir haben zum Beispiel für uns entschieden, dass wir im Moment solche Kosten übernehmen. Das heißt, da werden wir mit den Reiseveranstaltern sehen, ob es da Versicherungen gibt oder sowas. Aber ganz klar ist, dass der Kunde auf diesen Kosten nicht sitzen bleibt. Herr Ort, die Reisebüros hatten eine ganz, ganz schwere, also alle hatten eine schwere Phase, die Reisebüros aber auch eine ganz besonders schwere Phase, weil nicht nur kein neuer Umsatz reinkam, sondern sogar noch die Provisionen für bereits abgewickelte Reisen, wo man dachte, man hat eigentlich seinen Job gut erledigt, Kunde hat gebucht und ist zufrieden, das musste noch, geht noch wieder zurück. Wie ist die Lage? Ist jetzt so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels? Naja, ich glaube, die pfeifen alle noch aus dem letzten Loch und insofern ist, glaube ich, gut, Veranstaltungen wie heute hier zu haben, ja, weil letztlich müssen wir draußen in den Reisebüros ja auch den Kunden klar machen, dass wir wieder reisen können und nicht, was wir, glaube ich, gelernt haben, dass Mallorca seine Hausaufgaben gemacht hat oder zumindest Iberos da hier, das kann man sehen und ich glaube, diese Zuversicht zu haben, dass man den Kunden am Counter auch sagen kann, du kannst du hinfahren, ich habe es gesehen und ich glaube, da kannst du einen sicheren Urlaub machen und die Konzepte funktionieren. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig. Also unabhängig der schwierigen Situation, dass die Reisebüros natürlich für all die Arbeit der letzten Wochen und Monate nichts bekommen haben und letztlich auch, ich müsste eigentlich in der Mitte sitzen, weil da sitzt der Libero und ich glaube, die Reisebüros waren die Liberos der letzten 3 Monate, weil die haben ganz, ganz viele Kohlen aus dem Feuer geholt und ich glaube, Sie, die heute hier sind, wissen, wovon ich rede und das betrifft nicht nur unsere Partner, sondern das betrifft den ganzen Reisevertrieb und die Zuversicht, dass es jetzt wieder losgeht, das ist eine tolle Aussicht und ich glaube, das stärkt letztlich auch den Weg nach vorne, den wir jetzt alle sehen müssen. Wie ist die Lage bei den Lufthansa City Centern? Ist ja ein Franchise-Verbund. Sind die meisten Büros noch in Kurzarbeit oder geht man jetzt langsam wieder ein bisschen in den Normalbetrieb übrig? Ja, es hängt so ein bisschen davon ab. Wir sind ja sehr stark sehr stark auf beiden Feldern unterwegs, also Business die Touristik und die Geschäftsreise. Ich persönlich sehe bei unseren Büros, dass die Touristik also schneller anspringt als die Geschäftsreise, sodass je nach Büroausrichtung die Leute noch oder die Kollegen teilweise noch in Kurzarbeit sind, aber natürlich bleibt die Arbeit ja nicht, die liegt ja auf dem Schreibtisch. Also wir können uns als Vertrieb ja gar nicht leisten, zu lange in der Kurzarbeit zu bleiben. Ich glaube, sonst verlieren wir da auch zu viele Kunden in den Online-Vertrieb. Und jetzt ist gerade ja unsere Chance in der Beratung rund um diese Sicherheitsthemen, rund um die neuen Global Types, die auch wichtig sind. Was will der Kunde jetzt auch hören? Also Global Types, also genaue Beschreibung auch, was Herr Ackermann zum Beispiel gesagt hat, von Sicherheitskonzepten, von Health-Konzepten, dass man genau das will ich einschätzen kann. Ja genau, also ich meine, haben wir ja lange dran gearbeitet, in der Industrie letztlich Hotelanlagen haargenau, passgenau zu beschreiben. Was ist für den Kunden wichtig? Und ich sage jetzt mal etwas provokanter, vielleicht sind die nächsten 3 Monate die Sicherheit mal wichtiger als die erste Strandreihe.
Herr Fehmig, Herr Roth hat gerade gesagt, er geht davon aus, dass der Freizeitmarkt, der Urlaubsreisemarkt schneller zurückkommt als der Geschäftsreisemarkt. Eine Tapas-Bar per Zoom-Konferenz zu erleben, ist vielleicht auch nicht ganz so schön. Das geht vielleicht eher bei einem Business-Meeting. Glauben Sie eigentlich, dass sich das Reiseverhalten nach dieser Krise, was wir ja alle noch nicht erlebt haben, nach so einem langen Lockdown, grundlegend ändert? Oder werden die Leute im Grunde so verreisen, wie sie es immer gemacht haben? Also ich glaube, dass sich am Reiseverhalten nicht viel ändern wird. Im Geschäftsreisebereich bin ich nicht sicher. Viele haben gelernt, dass man auch viel über dann zwar nicht geliebte, aber doch funktionierende Videocalls was machen kann. Das wird vielleicht nachhaltig auch entsprechenden Einfluss haben. Aber im Leisure-Bereich glaube ich, der Wunsch und der Wille zu verreisen, die Welt zu erkunden, die Kulturen zu erkunden oder sich einfach nur gut gehen zu lassen in einem Hotel wie diesem hier, der ist ungebrochen und der wird sich, glaube ich, auch nicht korrigieren. Und in einen wirklich dann wieder eingeschwungenen Zustand, wenn Sie fragen, wann oder kommen wir wieder zu den Verhältnissen, die wir vor Corona hatten, ich glaube, die werden wir dann relativ schnell wieder haben, auch was die weltweiten Ziele angeht, wenn wir eine entsprechende Impfung oder wirksame Medikamente gegen das Virus haben. Das kann noch ein bisschen dauern, aber wenn wir das haben, glaube ich, sind wir ganz schnell wieder dabei. Mit der Einschränkung, das dürfen wir nicht ganz vergessen, diese Corona-Krise wird Spuren hinterlassen in der konjunkturellen Entwicklung. Und wenn Sie die Zeitungen jetzt aufschlagen, dann, wenn irgendein Unternehmen 5.000 Leute freisetzen will, dann sind sie eher im unteren Bereich. Die überbieten sich mit 10.000, 20.000. Also die konjunkturelle Entwicklung wird nachhaltig leiden. Die Experten, keiner geht davon aus, dass wir eine deutliche Rezession vermeiden können. Und das wird sich sicherlich ein Stück weg auswirken auf das Ausgabenverhalten der Haushalte. Und das wird vielleicht auch zu etwas zögerlichem Verhalten, was die Reisewünsche angeht, führen. Der Wille wird da sein. Ich hoffe, dass die Mittel auch da sind. Je schneller die Krise überwunden ist, desto geringer sind die nachhaltigen wirtschaftlichen Schäden und so schneller kommen wir wieder in den Zustand, den wir vor der Krise gesehen haben. Am Willen und am Wunsch, an der Reiselust, glaube ich, unserer Gäste, wird es am wenigsten scheitern. Bis wir mal wieder da sind, wo wir mal waren im letzten Jahr, bei über 35 Milliarden waren das ja, die für organisierte Reisen ausgegeben wurden, ein Riesenbetrag in Deutschland. Das kann noch 2-3 Jahre dauern, oder wie lange wird das dauern, bis wir da sind? Ja, das, also 2 Jahre würde ich auch meinen, dauert das noch, wenn es gut läuft, vielleicht ein bisschen kürzer. Aber allzu optimistisch müssen wir da nicht sein, aber wir kommen wieder dahin, da bin ich fest von überzeugt, wenn die Rahmenbedingungen dann insgesamt, ich habe ein paar genannt, wieder stimmen. Herr Szczekarski, der Markus Ort hat gerade erklärt und das, wie gesagt, das können alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb hier bestätigen, was man in den letzten Wochen und Monaten viel gearbeitet hat, weil die Kunden natürlich ein Riesenproblem hatten und ganz viele Reisen storniert werden mussten und so weiter. Aber jetzt die nächsten Wochen werden ja auch nochmal ganz anspruchsvoll, weil wir haben ja nicht eine Saison, wo man zum Anfang plant, dann hat man seine Kapazitäten, da weiß man, Condor und andere fliegen dahin und Hotels, alles läuft so, wie man es, man muss eigentlich nur noch ein bisschen abwickeln und hier mal ein bisschen nachsteuern, aber jetzt fangen wir ja wieder bei Null an. Die schönen Kataloge, die mal für den Sommer 2020 gedruckt wurden, letztes Jahr, und was noch im Frühbuchergeschäft verkauft wurde, das ist ja alles Makulatur, das gibt es ja so gar nicht mehr. Wie stellen Sie jetzt eigentlich Ihr Programm neu auf? Weil es ist nicht mehr der Flugplan da, es sind auch nicht alle Hotels da, die aufmachen werden. Wie baut man jetzt ein neues Produkt? Das ist eine sehr gute Frage und natürlich auch sehr anspruchsvoll für uns und für unsere Reisebüropartner. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben noch viele, viele Hunderttausende von gebuchten Gästen für diesen Sommer in unserem System. Und diese Kunden, was wir jetzt erfahren haben, wenn wir sie anrufen und sie über die Leistungsänderung informieren, beziehungsweise sie als unsere Partner am Ende den Kunden informieren,
die sind zwiegespalten. Die Hälfte sagt, super, mache ich. Die andere Hälfte sagt, vielleicht nutze ich jetzt die Gelegenheit zu stornieren. Das ist natürlich dann weil es eine Leistungsänderung ist, wenn ich einen anderen Flughafen an der Tag fliege. Oder? Exakt, weil es Flugplanänderungen gibt. Wir haben momentan den Fall, dass wir für Bulgarien die dritte Flugplanänderung haben. Aber im Endeffekt werden jetzt die nächsten Wochen sich einspielen. Also wir merken jetzt, dass wir diese Woche durch die Öffnung jetzt von einigen Zielgebieten extrem viel zu tun haben, Sie damit auch als Reisebüropartner, die Gäste zu informieren. Aber die Flugpläne, die Hotelöffnungen, die werden spätestens in 3 Wochen abgeschlossen sein, bin ich überzeugt davon. Wir haben jetzt zum 1.7. viele Öffnungen, die noch kommen, aber vielleicht kann Herr Teckentrup das nochmal bestätigen. Ab Mitte Juli haben wir einen sehr stabilen Flugplan in unserem System, zumindest das, was ich aktuell sehe. Wir haben sehr viele Hotelpartner, die wieder öffnen. Momentan sind es nur 10-15% in den Destinationen. Wir werden natürlich auch Hotels haben, die gar nicht mehr aufmachen in manchen Destinationen, weil die sagen, ich schaffe das gar nicht mehr, das jetzt zu organisieren und die Zeit ist auch zu kurz. Das ist jetzt natürlich die Herausforderung, die Kunden, die wir noch in den Systemen haben, die auch reisen wollen, die dann auch in den Urlaub zu bringen und ihnen auch ein gutes Gefühl dabei zu geben, das zu tun. Was glauben Sie von den bestehenden Buchungen, die es noch gibt, gerade jetzt für die Sommerferien, wie viel Prozent davon müssen Sie noch mal wieder anfassen, weil sich das Hotel ändert, weil sich Flugzeit ändert oder sogar anderes ändert? Die Frage ist, welche Destinationen machen wann auf? Im Endeffekt werden wir wahrscheinlich jede Destination anfassen müssen. Mhm. Und wir haben ja auch viele Destinationen, die gar nicht mehr aufmachen werden, wo wir einfach dann leider wieder weiter stornieren müssen. Aber die Hotels, die aufmachen, die haben sehr gute Konzepte, was wir bei Iberos da sehen, gerade jetzt in den Flugdestinationen. Also wir haben in Eigenanreisedestinationen eine höhere Änderung der Leistungen, die wir informieren müssen, als in den Flugreisezielen. Und dort werden wir nicht so viel anpacken müssen, da kommt es auf die Flugprogramme an. Aber wie gesagt, ich denke, dass wir ab Mitte Juli ein sehr stabiles, also ein stabileres Flugprogramm wieder haben werden und das Anfassen der Buchungen dann sich auch reduziert. Gut, dass wir einen Flugexperten dabei haben. Wie stabil sind denn die Flugpläne? Sie haben gerade gesagt, im Juli wird Condor so ungefähr ein Drittel das fliegen, was mal normal war. Wie wird das hochgefahren und wie stabil ist so der Flugplan, wenn man jetzt so August, September schaut? Das würde ich mal so beantworten wollen. Wenn Sie einen stabilen Flug buchen wollen im Reisebüro oder im Web, buchen Sie Condor. Wenn Sie viel Abenteuer haben wollen beim Buchen, buchen Sie irgendwas anderes. Weil die Strategien der Fluggesellschaften sind da sehr unterschiedlich. Wir bei Condor haben vor 4 Wochen ungefähr gesagt, wir räumen jetzt mal im Kurz-Mittelstreckenbereich, also nicht die Langstrecke, zunächst mal alles komplett auf bis Ende Sommer und stellen nur Flüge in den Vertrieb, von denen wir zu 98% sicher sind, dass wir sie auch durchführen können. Mhm. Und wenn wir sie nicht im direkten Hin und Her fliegen können, dann eben in einem Dreieck. Also mache ich aus einem Hamburg, Gran Canaria, Fuerte ein Dreieck, dann kommt der Kunde auf jeden Fall auch an sein Ziel. Es gibt andere Airlines, die haben andere Strategien. Die haben für den Rest des Sommers ab Anfang August den alten Flugplan, so wie er schon immer war, im Angebot stehen. Und alle 2 Wochen streichen die nächsten 2 Wochen raus. Und das ist natürlich das, was den Touroperatoren und den Reisebüros extrem viel Arbeit macht. Und wenn ich mal das so sagen darf, wenn es eine Airline gibt, die heute glaubt, sie kann im August 9-mal täglich von Düsseldorf nach Mallorca fliegen, dann glaube ich persönlich nicht, dass es diese 9 Flüge geben wird. Der Airline hat auch schon gesagt, dass er nicht 9-mal fliegen wird, sondern weniger fliegen wird. Es steht ja noch im Angebot, solange es da drin steht, buchen irgendwelche Leute und anschließend hat man den Arbeiten mit den Umbuchungen. Ja. Wir haben auch den Langstreckenbereich aufgeräumt. Wir gehen aber allerdings dummerweise auch davon aus, dass wir im Juli, August, September keine Langstrecke mehr werden anfangen können. Ich bin auch nicht ganz so optimistisch wie Sie, Herr Fiebig, dass das nur 2 Jahre dauert, bis wir wieder auf einem alten Niveau sind, sondern das unter 3 Jahren gar nicht zu machen, weil es ist ja nicht nur die Pandemie, sondern es ist auch die Rezession in Deutschland, die Kaufkraft der Kunden, großer Kundengruppen wird einfach nicht da sein. Und wenn die Leute das Geld nicht haben, dann sparen die sich auch schon mal einen Urlaub. Insofern stellt sich ja die gesamte Airline-Industrie auf mindestens 3 Jahre ein, bis wir wieder auf dem Niveau sind, wo wir vielleicht schon mal waren. Was werden Sie im August fliegen? Wie hoch wird das Angebot gemessen an einem normalen Sommer sein? So
Bitte? Im August jetzt, werden Sie da schon wieder die Hälfte so ungefähr des Angebots fliegen oder noch nicht? Im August planen wir 1000 Rotationen und in einem normalen August 2019 hatten wir 2200, also 2100, also, ungefähr die Hälfte. Ja, ja. Wir haben gerade gehört, wenn Schikas gesagt, es werden natürlich nicht alle Hotels aufmachen, was auch klar ist, weil so viele Kunden sind nun mal leider nicht da, aus den bekannten Gründen. Wie machen Sie es bei Iberos da? Wie viel, so jetzt Fernstrecke reden wir gleich nochmal gesondert drüber, aber wenn wir jetzt über Spanien zum Beispiel reden, auch hier Balearen, auch Kanaren, Festland, wie fahren Sie da? Ja, ist natürlich auch sehr komplex, muss man ganz klar sagen. Wir haben ja den Vorteil, dass wir nicht von einem Markt abhängen, sondern wir haben natürlich den deutschen Markt, der extrem wichtig ist für einige Destinationen, wie zum Beispiel Mallorca. Aber wir, ja, auf den Kanaren zum Beispiel ist der britische Markt sehr wichtig auch für uns und wir haben insgesamt natürlich eine sehr große Streuung an Märkten. Das heißt, wir haben einerseits den Vorteil, nicht von einem Markt abzuhängen, andererseits haben wir auch die Möglichkeit, den Markt dann eben stärker zu bearbeiten, der halt dann in jedem Moment wieder anspringt. Und das tun wir. Wir haben das natürlich ganz stark analysiert und geguckt, in welchem Szenario können wir jetzt öffnen. Wir werden jetzt innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen hier auf Mallorca erstmal mit 5 Hotels starten. Aber die Idee ist eben schon, dann auch relativ schnell die nächsten Hotels dann nachzuschieben. Wie viele haben Sie insgesamt auf Mallorca? Wie viele sind? Wir haben insgesamt 15 Häuser auf Mallorca, genau. Das heißt, erstmal gehen wir mit einem Drittel ins Rennen. Aber wie gesagt, es ist so volatil. Das heißt, alles, was wir on the books haben an Reservierungen, wir kriegen die Stornierung ja auch immer sehr kurzfristig dann nur rein. Und wir haben eben mit Hypothesen gearbeitet, von ja, wie viel dessen oder des Geschäfts, was wir eben schon gebucht haben, dann kurzfristig noch storniert wird. Mhm. Und momentan liegen wir relativ gut im Rennen. Also wir haben gesehen, dass der deutsche Markt eben das, was wir on the books hatten, jetzt für die ersten 2 Juliwochen zu 80% storniert hat. Mhm. Aber 20% sind eben noch da. So, und das gibt uns eben die Möglichkeit, Häuser zu öffnen und dann schon auch zu sehen, okay, das Nachbarhotel macht dann vielleicht nicht auf. In Alcudia zum Beispiel gehen wir erstmal mit dem Alcudia Park und dem Playa de Moro Village ins Rennen. Das sind beides Häuser, das sind dann Upgrades, wo wir die Kunden dann eben entsprechend informieren und umbuchen. Die kommen dann auch eher in eine höhere Kategorie, als sie gebucht haben. Genau, ganz klar. Wir werden die Kunden zu 99% wirklich upgraden können. Das war uns ganz wichtig, nicht nur hier auf Mallorca, sondern eben auch auf Teneriffa, wo wir das Antelia als erstes öffnen. Klassiker kennt jeder. 5 Sterne, wirklich tolles Hotel und so weiter. So machen wir das in allen Zielgebieten, dass wir einfach dem Kunden immer die beste Möglichkeit geben, dass wir möglichst auch keinen Stornierungsgrund geben, sondern im besten Fall eher dann noch einen Kunden zufriedenstellen mit dieser Umbuchung. Aber es ist natürlich nicht toll, wenn man Kunden anfassen muss. Wie gesagt, wir versuchen das in kleinstmöglichen Rahmen zu halten. Ja. So, dass der Kunde am Ort bleibt. Also wenn er Alcudia gebucht hat, ist er vielleicht in einem anderen, aber ja. Absolut. Das ist auch der Grund, warum wir auf Mallorca jetzt zum Beispiel eben mit 5 Häusern erstmal jetzt in der ersten Öffnungswoche ins Rennen gehen, dass wir eben wirklich jedem seinen Ort auch irgendwo weitestgehend anbieten können und da keine Enttäuschungen kommen. Gibt es eigentlich eine Grenze, eine Höchstbelegungsgrenze hier in Spanien? Es gibt offiziell keine, aber wir bei Iberostar haben uns verpflichtet und haben uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, mehr als 70% werden wir keines unserer Hotels jetzt erstmal auslasten. Mhm. Und das betrifft alle Hotels weltweit, weil wir natürlich einfach dieses Social Distancing und das ganze Prozedere eben auch garantieren wollen. Und wenn das funktioniert eben momentan nicht bei einem vollen Hotel, da muss man ganz ehrlich sein. Das hat natürlich Rentabilitätseinbuchen zur Folge, aber ich glaube, uns alle interessiert im Moment, dass die Maschinerie wieder irgendwie in Gang kommt, dass die Leute Vertrauen fassen, dass das Ganze eben wieder anspringt und deswegen ist das unsere Strategie. Herr Ort, wir haben gerade geredet über der Vertrieb hat schon viel Arbeit hinter sich, wenn man natürlich jetzt hört, eine volatile Lage, außer bei Condor, kann es mal Flugplanänderungen geben. Kommt nochmal wieder sehr viel Arbeit jetzt auf die Reisebus zu? Daran geht, glaube ich, gar kein Weg dran vorbei. Also wir haben jetzt einerseits natürlich noch die Situation, dass nächste Woche in Nordrhein-Westfalen die Ferien losgehen. Wir haben die ungeklärte Situation in der Türkei oder überhaupt am östlichen Mittelmeer. Da haben wir noch sicherlich ein paar Dinge zu lösen und gleichzeitig auch die Bucher, die Neubucher, die jetzt noch kommen, die wollen auch noch, die wollen natürlich auch beraten werden. Neubucher? Ja, ich gehe schon davon aus, dass Neubucher kommen. Also ich meine, wenn wir diese Bilder, die wir heute ja hier sehen und wenn auch die Medien diese Bilder, glaube ich, auch transportieren, auch positiv aufgeladen transportieren, dann glaube ich schon, wird es da auf jeden Fall
ich muss es ja fast sagen, Last-Minute-Bucher geben. Da bin ich überzeugt, dass es die geben wird. Aber auf der anderen Seite, und das dürfen wir nicht vergessen, wartet an der anderen Ecke des Mittelmeers noch ziemlich viel Arbeit auf uns und auch, ich denke, auf die Veranstalter. Und das heißt, das ist eine doppelte Lage, die wir jetzt noch vor uns haben. Da muss ich einmal noch ganz kurz nachfragen, weil Markus Orth war ja früher Chef von L-Tour, der Last-Minute-König sozusagen in Deutschland. Da schlägt ja das Last-Minute-Herz. Und bei L-Tour, groß, ja. bei L-Tour hieß es immer, oh, super Sommer, günstige Preise. Wie ist jetzt die andere Sicht? Wird es wieder einen Schnäppchensommer geben, leider? Oder wie wird es aussehen? Also ich dachte, Sie fragen, wie die Lage bei LCC mit Last Minute ist. Aber hätte ich jetzt gesagt, das ist ein harter Erziehungsprozess Richtung Last Minute, weil das ja nicht so das gelernte Geschäftsmodell ist. Aber ich gehe da schwer davon aus. Ne? Also in der Vergangenheit haben wir ja gelernt, Sven hat ja auch mit Last Minute durchaus Berührungspunkte gehabt, dass gerade in dem Bereich 4 und 5 Sterne, die Leute doch sehr schnell und spontan auch buchen. Ich glaube, es sind viele unentschiedene Kunden, die jetzt auf ihre Ferien warten. Und ich glaube, Mallorca steht da einfach an erster Stelle. Also da wird der Weg an Mallorca nicht vorbeigehen. Und wenn man irgendwo hingehen kann und auch, glaube ich, jetzt hinberaten kann, ist es, glaube ich, im Moment für Mallorca. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, das wird auch vom Großteil der Kunden geteilt. Bevor ich leider mal zu Robert Fiebig komme, muss ich einmal noch mal hier die Leistungsträger hören. Es gibt sehr viel Angebot, es gibt sehr viele Flugzeuge, die auf Beschäftigung warten, es gibt sehr viele Hotels. Die Nachfrage ist jetzt nicht ganz so stark, auch einige Märkte, die Briten, die Russen reisen noch gar nicht. Heißt das, dass es jetzt leider auch noch einen Preisrutsch geben wird oder wie gehen Sie so preislich vor? Vielleicht mal ganz kurz jeder mal sagen wird. Also ich fange vielleicht für die Fluggesellschaften an. Ich gehe ehrlich gesagt gar nicht so sehr davon aus. Deswegen Last Minute verstehe ich so, die Kunden buchen sehr spät. Das heißt aber nicht automatisch, die warten auf die billigen Preise kurz vor Abflug. Alle Fluggesellschaften, ganz egal welche, haben ganz viele finanzielle Probleme. Die verbrennen alle viel Geld. Und entweder sie hatten vorher sehr viel und haben jetzt nur noch viel, oder sie hatten vorher wenig und haben jetzt sehr viele Schulden. Das heißt, es bleibt keiner Fluggesellschaft über, als Liquidität zu verdienen. Und das macht man nicht, indem man billige Preise macht, sondern man macht es, indem man Kapazitäten eigentlich eher ein bisschen knapper hält und dann vernünftige Preise realisiert. Und das muss Ryanair, EasyJet, Lufthansa, Wizz Air, Condor, TUI, wie sie alle heißen, die müssen das alle machen. Also jetzt einfach alle Flugzeuge in die Luft zu bringen und dann Heide Witzka und wir fliegen für 20 Euro, das wird es meiner Meinung nach mal an irgendeiner Ecke geben, aber nicht flächendeckend. Das kann nicht passieren, weil es die Airlines komplett umbringen würde. Und wie ist denn die Hotellerie? Sie haben ja sogar auch noch mal deutlich höhere Kosten. Sie haben selber gesagt, die Auslastung ist gedeckelt oder deckeln Sie freiwillig. Plus natürlich alles, was wir heute gesehen haben, Hygienemaßnahmen, viel Personal am Buffet, das kostet ja alles Geld. Ist da überhaupt Luft für niedrige Preise? Nee. Nein, also ich glaube, was entscheidend ist, und das haben wir eben schon gesagt, ich glaube, es geht gar nicht unbedingt um das Schnäppchen, was jetzt jeder machen kann, es geht um gutes Gefühl beim Reisen. Und ich glaube, es geht wirklich darum jetzt, dass die Leute sich sicher fühlen und wir, wie Sie ja alle gesehen haben, investieren halt wirklich viel in diese Sicherheit. Und ich bin mir sicher, dass die Leute, wenn sie abwägen müssen, will ich jetzt das Schnäppchen und will ich 50 Euro weniger bezahlen oder will ich mich sicher fühlen im Urlaub? Und ich glaube, das kommt der Markenhotellerie schon irgendwo auch entgegen. Ich glaube, Iberostar steht für Verlässlichkeit, für Exzellenz, für Qualität und sowas. Und jetzt eben neuerdings auch für diese Sicherheit. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute das ganz klar sehen. Natürlich ist die in der Natur der Sache, das erstmal um den Markt zu stimulieren, dass mit Sicherheit irgendwo auch Angebote laufen werden. Aber wir haben uns als Iberostar nie als die Billigsten definiert. Das wollen wir auch nicht sein, sondern eben ja, als wirklich gute Hotellerie und unser Versprechen halten, das Qualitätsversprechen halten und jetzt eben vor allen Dingen auch das Sicherheitsversprechen. Ja. Ich glaube, da an der Stelle zu sparen, wäre jetzt wirklich das Allerschlimmste, was uns allen passieren kann, weil dann ist die ganze Branche platt. Man kann ja auch nicht jetzt im Sommer die Preise runterreißen und dann versuchen für nächsten Winter und nächsten Sommer mal wieder ein normales Preisniveau zu bekommen. Das geht ja auch nicht. Denn, ne, also einmal nochmal Sven Schikarski nochmal fragen. Wie sind die Preise? Und jetzt muss ich einmal nochmal kurz sagen, es kam ja neulich schon auch die neuen Winterkataloge und da stand auch was von günstigen Preisen und so weiter. Da sagte mir ein Reisebüro, müssen die jetzt gerade nochmal wieder
erwerben, sondern nach dem Motto, alles wird günstiger, will doch im Moment gar keiner hören. Und viele Kunden ist im Moment auch, die haben ganz andere Themen, als ob die Reise jetzt 1.100 oder 1.200 Euro kostet. Total richtig. Also Markus und ich, wir haben ja eine gemeinsame Zeit bei Eltur verbracht und da muss man nochmal das Konzept von Last-Minute-Reisen verstehen, das ist Restplatzvermarktung. Wir haben aktuell keine Restplatzvermarktung, wir befinden uns in einem anderen Geschäftsmodell. Deswegen, die Hotels werden immer Angebotspreise geben, aber eben um den Markt zu aktivieren und das ist ein ganz entscheidender Faktor in der Diskussion. Und wenn ich natürlich mit Condor und Iberos da spreche ich mit Qualitätspartnern, die brauchen keine Sonderpreise geben, um den Markt anzukurbeln. Und deswegen sind wir gar nicht in diesem Preisniveau unterwegs und verhandeln auch gar nicht mit unseren Partnern. Man muss nur sagen, viele Partner bieten natürlich Angebotspreise an, um den Urlaub wieder oder die Destination wieder schmackhaft zu machen. Aber das ist ein kleiner Teil. Dann ist natürlich der Frühbucher auch ein bisschen der Dumme, der im Januar gebucht hat. Ne? Der Frühbucher, der gebucht wurde, war im Endeffekt der Frühbucher, den wir die ganzen Jahre immer hatten. Und das, was Ingo Burmester kommuniziert hat für den Winter, ist ein Frühbucher, den wir letztes Jahr auch schon hatten. Also das ist jetzt kein höher verhandelter Frühbucher. Aber jeder weiß, ich darf jetzt keinen Namen nennen, außer Rewe, die machen ja auch Angebote über ihre Flyer und wollen Kunden in ihre Märkte bringen und dann die höherwertigen Produkte verkaufen. Das machen die Partner genauso. Einmal noch kurz und dann gebe ich auch mal ins Publikum. Nur einmal noch jetzt ein bisschen weg, der Blick von Spanien und von Mallorca. Markus hat es gesagt, es gibt noch viele andere schöne Ziele, die darauf warten, dass es natürlich bald losgeht. Es gibt sehr viel diskutiert. Das zweitgrößte Flugreiseziel nach Spanien ist die Türkei zum Beispiel. Fernreise ist noch ein bisschen in Buch mit 7 Siegeln. Herr Fiebig, wann kommen weitere Länder, wann können die Reisebusse und Reiseveranstalter Türkei, Ägypten und vielleicht andere Länder verkaufen? Also das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Das, was wir machen, ist, auf das Auswärtige Amt und das politische Umfeld einzuwirken, von diesen platten, pauschalen, weltweisen Reisewarnungen wegzukommen, zu differenzierten. Und Türkei ist sicherlich ein Beispiel dafür, dass es lohnt, da mal reinzusehen. Nach meiner Kenntnis ist der Stand der Pandemie da zumindest kontrolliert. Das Gesundheitssystem ist ein sehr ordentliches, leistungsfähiges und unsere Prämisse sollte und die Entscheidungsgrundlage sollte sein, wenn der Stand der Pandemie auf einem vergleichbaren oder besseren Niveau, das haben wir ja im Übrigen auch auf der Welt, wie in Deutschland ist und das Gesundheitssystem leistungsfähig genug ist, dann spricht nichts dagegen, diese Reiseländer immer natürlich unter dem Gesichtspunkt der notwendigen Sicherheitsmaßnahmen, Abstand, Hygiene, alles das, was wir im täglichen Leben auch gewohnt sind, dass man diese Länder entsprechend aufmacht. Ich weiß, dass es da bilaterale Gespräche im Moment mit der Türkei gibt. Ich weiß, dass es bilaterale Gespräche mit Ägypten gibt. Damit haben wir zwei schon prominente Märkte und das Gleiche beginnt nach meiner Kenntnis mit Tunesien. Ob das vor dem 31.8. zu einem Abschluss kommt, hoffe ich sehr für die großen Märkte, weil das würde die Situation entspannen und das wissen Sie auch in den Reisebüros. Es gibt einfach auch Fans der Türkei oder von Tunesien, die darauf warten, dass das aufgemacht wird und die kommen dann entsprechend auch in ihr Büro und werden das buchen. Wie gesagt, ich finde es misslich und ich finde es auch sehr bequem vom Auswärtigen Amt, das Verfahren nicht mehr ins Detail zu gucken, sondern einfach von oben entsprechend für alles, was nicht Europa ist, zu sagen, das ist Teufelszeug, da dürft ihr jetzt nicht hin. Das muss sich ändern und in dem Maße, wie sich das ändert und die jeweiligen individuellen Verhältnisse in den Ländern, die im Übrigen in den Ländern ja auch nochmal unterschiedlich sein können. Wenn ich das Beispiel Türkei nehme, dann muss ich mir nicht unbedingt Istanbul angucken, sondern für den Warmwasserbereich eben Antalya, Belek oder was auch immer. Und das ist entscheidend. Das Gleiche gilt für Ägypten. Da muss ich nicht auf Kairo gucken, sondern das Land ist groß genug. Hurghada, Sharm el-Sheikh, jetzt nicht so wichtig für den deutschen Markt. Das wünschen wir uns, diese differenzierten auf die Länder und auf die Region in den Ländern bezogene Reisehinweise. Und ich sage nicht, dass man nicht auch Reisewarnungen aussprechen kann, wenn die Verhältnisse nicht in Ordnung sind. Aber wenn sie so sind wie in Deutschland oder gar besser, dann meine ich, muss die Politik sich hier bewegen, um uns das Geschäft entsprechend auch wieder zu ermöglichen. Herr Schickers. Ja.
Das ist ja auch total doof für die Veranstalter zu planen. Die Türkei hat zum Beispiel viele Familienbuchungen, viele Sommerbuchungen noch in den Systemen. Viele Kunden sind ja auch verunsichert. Man weiß ja nicht, kann ich jetzt Mitte Juli fliegen, kann ich Mitte August fliegen? Wie gehen Sie davor? Ist natürlich extrem, die Situation ist extrem schwierig, weil also nicht nur die Destination zu öffnen, sondern wir müssen ja auch unsere Mitarbeiter planen, die Reisebüros müssen die Mitarbeiter planen. Wir haben momentan zum Beispiel nur die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt bei den Destinationen, die wir wissen, die öffnen, bei Türkei, Tunesien, Ägypten etc., gerade unsere Fernreisen, wir sind großer Fernreisenspezialist, haben da ein extrem hohes Volumen, da hängen wir natürlich durch, da gebe ich Herrn Fiebig komplett recht, es wäre schön zu wissen, länderspezifisch wieder öffnen zu können, Reisewarnungen pro Länder wieder dann zurückzunehmen und eben nicht diese Pauschalaussagen zu tätigen. Uns liegt natürlich die Türkei sehr am Herzen, wie auch viele andere Destinationen. Ägypten hat auch ein hohes Buchungsvolumen, Tunesien hat ein hohes Buchungsvolumen. Bis wann haben Sie Türkei abgesagt? Wir haben momentan sukzessive abgesagt, erstmal bis Ende Juli. Mhm. Aber offiziell gilt die Reisewarnung für alle Nicht-EU-Länder bis 30. Also die Hoffnung ist da, dass im August vielleicht auf jeden Fall Türkei auf sein könnte und die gebuchten Buchungen dann auch durchgeführt werden können. Genau so ist es. Einmal noch ganz zum Schluss nochmal die Fernstrecke. Condor ist ja auch ein großer Fernstreckencarrier. Iberostar ist groß in der Karibik, Dominikanische Republik, Mexiko und so weiter, Kuba. Mal eine Prognose für die Fernstrecke, Herr Teckenrohr. Wie planen Sie da? Wir planen im Moment, dass wir die Fernstrecke Oktober wieder aufnehmen können und dann am 1. die Destination Dominikanische Republik, Kuba, Cancun. Liegt aber, wie Herr Fiebig gesagt hat, daran, dass das Auswärtige Amt entsprechend mit den Regionen redet, Vereinbarungen trifft. Aber alles, was wir aus diesen Bereichen wissen, glauben wir, das macht A Sinn, das wird auch vom Infektionsrisiko funktionieren. Aber natürlich muss erstmal die Reisewarnung weg. Und dann auch langsam hochfahren, also dann Frequenzen steigern. Ich glaube, es wird langsam gehen, weil schauen Sie sich den Planeten an. Südamerika, Brasilien, Mr. Bolsonaro hat so, glaube ich, inzwischen seine Infektionen auf 35.000 am Tag hochgeschraubt. Nein, er sagt, es gibt gar kein Corona. USA ist standardmäßig bei 25.000 am Tag. Der sagt auch, es geht einfach so vorbei. Also je despotischer die Herrschaften, die das Land regieren, desto schlimmer die Situation mit Corona. Ja, leider. Wie plant Iberostar jetzt für die Fernstrecke? Ja, also wir öffnen jetzt nächste Woche in Mexiko tatsächlich, an der Riviera Maya, eins unserer Hotels. Und da kommt eben das zum Tragen, was ich vorhin gesagt habe. Wir hängen eben nicht nur vom deutschen Markt ab, der natürlich wichtig ist, aber in den karibischen Destinationen ist für uns der US-Markt eben sehr entscheidend. Und wir sehen tatsächlich, dass da positive Entwicklung ist, was den Reisewillen angeht. Und wir sehen auch die Situation in Mexiko, muss man eben genauso differenziert betrachten, wie man es eben gesagt hat. Man hat Wohlfallzahlen, aber Mexiko genau, ist groß. Genau, ne? Das ist eben, wenn man nach Quintana Roo geht, in die Urlaubsregion, dann ist das eben viel, viel, viel kontrollierter, sowohl was das Sanitätssystem eben auch als die Infektionsraten angeht. Und das ermöglicht uns dann eben zu öffnen, ebenso auch in der Dominikanischen Republik planen wir momentan Mitte Juli, Ende Juli. Jamaika machen wir am 2. Juli auf und auch Kuba geht jetzt dann langsam wieder auf. Das heißt, es ist für uns auch ein wichtiges Zielgebiet mit 20 Hotels. Also es geht auch da langsam wieder vorwärts, aber wir wissen natürlich, dass der deutsche Markt sich momentan erstmal mit der langen Wenn Condor erst ab Oktober wieder fliegt, können ja natürlich noch keine deutschen Gäste hinkommen dann. So ja. Richtig, ne? Meine Damen und Herren, gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Es gibt zu viele Themen. Ich glaube, der Markt war noch nie so interessant, leider im schlimmen Sinne. Wir haben unten Mikrofone, wurde mir gesagt. Ne? Da stellen Sie gerne mal eine Frage, was Sie immer schon mal wissen wollen. Da kommt schon die erste Frage. Wenn Sie so freundlich wären, ganz kurz Ihren Namen sagen würden. Mikrofon haben wir. Ach, hier, Entschuldigung. Wegen der Abstandsregelung wandert das Mikrofon nicht, sondern Sie wandern zum Mikrofon. Ja, mein Name ist Kai Franzke von Mein Reisespezialist, RTK-Gruppe, Top 50 Partner. Und wir haben eben gehört, bei Leistungsänderungen, wie zum Beispiel, wenn jetzt ein Flug nicht stattfindet oder umgebucht wird oder Hotel macht nicht auf, dann kann der Kunde mitunter zurücktreten. Es gibt verschiedene Veranstalter vorgehen, die halt sagen, oder ich wüsste mal gerne, wie die Veranstalter damit umgehen, wenn einer partout als Kunde nicht will und ich hänge an wirklich jedem Euro,
Aber wir sind, und meine Kollegen auch, in den letzten Monaten Sozialhilfe, Caritas und Ehrenamt. Und wir versuchen hier jeden Euro zu halten. Aber wenn ein Kunde partout nicht will, weil er vielleicht auch, mir sagt zum Beispiel ein Vater, nein, meine Tochter hat Asthma, meine Frau hat Asthma, ich kann die nicht dazu bringen, in den Flieger zu steigen und zu reisen. Und was machen wir mit denen? Sollen die stornieren und die Stornierungskosten bezahlen? Das ist meine Frage. Wie gehen wir damit um? Danke für die wertvolle Frage. Die ist wirklich wichtig und eigentlich auch gar nicht lustig, weil wir uns da, ich wollte nochmal sagen, danke für die wertvolle Frage, die ist nämlich gar nicht lustig, sondern wirklich sehr heiß diskutiert, auch bei uns im Unternehmen. Wie gehen wir mit solchen Fällen um? Also natürlich gibt es immer Kulanzmöglichkeiten, ist ja klar. Also ich hoffe, dass Sie so gut wie möglich bei uns auch im Service Center durchkommen, diese Kulanzanträge zu stellen. Ich gebe zu, das ist auch nicht immer einfach. Im Prinzip haben wir auch Verträge mit unseren Leistungsträgern. Also wir müssen ja auch die Airlines, die Hotels bezahlen. Deswegen ist es nicht ganz so einfach zu sagen, sagen wir ab, gut ist und schwamm drüber. Wir hängen alle momentan an gewissen existenziellen Themen und deswegen müssen wir Einzelfälle betrachten. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Fall, wenn eine Familie kommt und sagt, wir haben Asthma, wir trauen uns nicht, dann muss man das individuell betrachten. Generell zu sagen, jeder, der stornieren will, darf stornieren, können wir nicht. Dann brauchen wir keine allgemeinen Geschäftsbedingungen mehr, weil wir natürlich auch Partner haben und wir wollen es dann auch nicht so leicht machen. Im Prinzip ist es ja bedauerlicherweise so, dass wir für 80% unseres Portfolios noch eine Reisewarnung haben und die Reisen so oder so abgesagt werden müssen, je länger die Reisewarnung sich entwickelt. Grundsätzlich, ich weiß, das macht niemanden glücklich, aber in solchen Fällen haben wir Kulanzanträge und wir haben nicht zu wenig davon, die wir dann im Endeffekt dann beantworten und in Einzelfällen prüfen. Bitte, einmal noch ans Mikrofon, bitte. Wir treffen uns nachher auf ein Bierchen. Also diese Anfrage ist seit 14 Tagen aus Ihrem Haus nicht beantwortet worden. Und der Kunde hat mir einen Screenshot geschickt, dass auf der eigentlichen Website bei Ihnen oben steht, dass also daraufhin nicht storniert werden kann. Darunter steht aber schon wieder, dass man stornieren kann, wenn halt der Kunde wirklich Angst hat vor dieser Reise. Ja. Genau. Und das ist das nächste Problem, was wir alle haben, viele meiner Kollegen und auch ich. Wir kriegen, das ist nicht in Ihrem Haus, das ist nicht der einzige Fall, ist egal bei welchem Veranstalter, wir warten teilweise 10 bis 14 Tage, wir haben Verständnis dafür, wir haben es auch, Kurzarbeit. Ja. Aber wenn man nach 14 Tagen keine Antwort bekommt und immer wieder nachfragt, das nimmt uns irgendwann auch die Energie. Und der Kunde, der wird ja dann zum Teil auch gegen uns rabiat. Ja, wir müssen im Prinzip den Kopf dafür hinhalten, für das, was wir gar nichts, wofür wir nichts können. Ja, also bestätigt bedanke ich mich auch sehr dafür, dass Sie den Kopf da hinhalten. Der Punkt ist einfach, dass wir in einer vertraglichen Situation sind, wo wir auch teilweise nicht raus können. Aber wenn diese Einzelfälle für Destinationen sind, die schon geöffnet sind, dann müssen wir den Weg der Kulanzanfragen gehen. Wenn Sie mir nachher nochmal genau sagen, um was es geht, schaue ich mir jetzt gerne nochmal an. Herr Kio hat übrigens beantragt, dass wir ab 1.7. die Kurzarbeit in allen unseren Service-Teams komplett aufheben. Und dann wird auch die Erreichbarkeit wieder besser. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen an unsere Expertenrunde? Bitte schön. Ich bleibe gleich stehen, oder? Schönen guten Abend. Mein Name ist Christopher Schanz aus Mörfelden-Walldorf. Vielen herzlichen Dank für die tollen Dialoge, die wir alle hören durften. Ich glaube, ich spreche auch für alle meine Kolleginnen und Kollegen, dass wir einen tollen Input bekommen haben. Vielen Dank erstmal dafür. Sehr gerne, danke. Eine Sache, die für uns im Vertrieb sehr, sehr wichtig ist. Natürlich ist mir klar, dass genauso wie die ganze Welt, wir zucken gerne mit den Achseln und sagen, wir wissen nicht so genau, wir wissen nicht. Ich glaube, was wir in den Reisebüros auch brauchen, ist eine Info, was passiert, wenn. Die haben wir wunderbar bekommen von Iberostar. 70% Belegung, ganze Etagen werden geblockt für den Fall der Fälle, Sanitärbereiche, alles tippitoppi, wunderbar. Das kann ich dem Kunden zum Beispiel mitteilen.
an den Herrn Teckentrup, da habe ich eine Frage bekommen von der Kundin, die sagte, nun, was passiert, wenn ich mit meinem Mann und meinen drei Kindern nach Rhodos fliege? Und so wie sie gelesen hat, wird dann in Griechenland, kriegt willkürlich irgendeiner das Wattestäbchen in den Mund gesteckt und gecheckt. Der hat Corona. Geht der ganze Flieger in Quarantäne? Können Sie mir oder uns dazu was sagen? Nach meinem Kenntnisstand geht nicht der ganze Flieger in Quarantäne. Es gibt nach Ländern unterschiedliche Regeln, wenn denn an Bord einer Corona hätte, wie mit den Nachbarn und der Reihe davor oder dahinter umgegangen wird. Die werden dann sicherlich auch einen Test unterzogen. Aber die Flugzeuge werden ja von allen Experten als extrem sicher eingestuft, weil die, stellen Sie sich vor, die Luft in einem Flugzeug ist so sauber wie in einem Operationssaal in Deutschland. Die Luft wird alle 3 Minuten ausgetauscht, komplett, läuft durch HEPA-Filter. Das sind die besten Filter, die es überhaupt gibt. Die gibt es auch in den Operationssälen. Und dann, da die Luft von oben nach unten strömt, ist die Verteilung von etwas, zumal alle Mund- und Nasenschutz tragen müssen, extrem gering und extrem unwahrscheinlich, dass man sich dort überhaupt anstecken kann. Aber je nach Land gibt es unterschiedliche Regeln, wie mit den Nachbarn und der Reihe davor dahinter verfahren werden müsste, wenn ein Fall positiv getestet ist. Mhm. Danke. Weitere Fragen, Anmerkungen bitte zum Geschäft. Jetzt, Moment, sehe ich nichts mehr. Alle ein bisschen hungrig, war auch ein langer Tag teilweise. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Herzlichen Dank nochmal an Condor, Iberostar und der Touristik für die Einladung zu diesem tollen Event. Vielen Dank. Ja, und dann wünschen wir uns allen einen schönen Abend. Und nächstes Mal machen wir wieder mit ein bisschen weniger Abstand. Ne? Ich würde gerne noch ein Bild machen von den Deskrepanten. So. Lieber, wir machen es mal mit dem schöneren Hintergrund, weil das ist von den bunten, das sieht so ein bisschen doof aus. Einfach hier ans, ja, so ein bisschen hinstellen, genau. So, das ist ein bisschen, ja, das ist mit mehr im Hintergrund. Für 3 Minuten ohne Corona-Abstand, danach geht's weiter. So, sehr schön. Mit blauem Meer im Hintergrund, dass wir das noch erleben dürfen. Dankeschön. Jo. So, kommen wir zum gemütlichen Teil. Oh, ich bin immer noch on air hier, ne? So. Ich habe auch von vorne. Eigentlich muss man ein Getränk in der Hand haben, aber machen wir mal so.